Ja, moin moin. Ich melde mich heute aus unserem coolen Garten, denn dort haben wir eine ganz tolle Wäscheleine. Und Wäsche aufhängen oder das Thema Wäscheleinen ist eigentlich überhaupt nicht so meins, weil das finde ich echt sehr, sehr spießig und auch irgendwie unnötig. Wäsche auf Wäscheleinen, eigentlich ein total spießiges Thema, aber hier in Nordfriesland hat das irgendwie eine ganz völlig andere Bedeutung für mich gewonnen, weil im Rheinland Wäsche aufhängen und in Nordfriesland Wäsche aufhängen ist für mich ein himmelweiter Unterschied und ich zeige euch auch warum. Das ist meine dramatisch spektakuläre Wäscheleine, die ich gleich behängen werde. Ja, und weil ich heute überhaupt gar keine Lust habe, Wäsche aufzuhängen, macht mein Mann das. Der kann das nämlich ganz toll. Heißt übrigens Andi. Wo bleibt er? Ich war am Frühstück. Ach so, am Frühstücken ist er noch. Ah, da ist er ja. Komm. Auf geht's. Findest du Wäsche aufhängen hier in Nordfriesland? Das ist total schön, mache ich doch immer. Wenn ich mit Fensterputzen fertig bin, hänge ich immer die Wäsche auf. Ja, okay. Vielen Dank. Dankeschön. Das ist doch großartig, oder? Und wenn es ein bisschen pustig ist, dann weht die Wäsche voller. Ne, das sind Unterhosen, die wollen wir nicht filmen. Ja. So. Und wenn es ein bisschen pustig ist, dann kann man hier auch ganz tolle Spiele spielen. So ähnlich wie der Boden ist Lava, heißt bei uns nur, wen die Wäsche trifft, der stirbt. Aber das kann man heute nicht spielen, weil nicht genug Wind da ist. Oder doch? Mal gucken. Oh, der Ärmel. Der Ärmel, der kommt mir ganz, ganz gefährlich zu nah. Ah, jetzt geht's. Seht ihr, das ist ein echt wirklich spannendes Spiel. Hier, ja, mach mal, wenn dich die Wäsche trifft, dann stirbst du. Ja. Ja, Vorsicht, Vorsicht. Ah, da. Ja, fast. Du musst ja aufpassen, dass sie dich nicht trifft. Jetzt musst du sterben. Habe ich euch zu viel versprochen? Das hat doch echt was Meditatives. Und man beachte auch die Geräuschkulisse.
von mir auch schön. Schöne Grüße. Ja, okay. Ja, so viel zum Thema unsere Wäscheleine hier in Nordfriesland. Und ich hoffe, ihr habt auch den Vogelflug bewundern können. Wir haben hier wirklich unglaublich viele Vögel und die zeige ich euch, glaube ich, auch demnächst mal. Ja, bis dann. Ciao. Du musst das nochmal abhängen. Was?